Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, zu einem besonderen Abend. Brausparen, das ist das Stichwort dieses Sommers, und Veltins und Brausparen, das hat in diesem Sommer viele, viele Hunderttausende Menschen bewegt. Ich freue mich, dass Sie heute Abend zum großen Finale hier mit dabei sind. Mein Name ist Matthias Killing und es geht heute Abend um 500.000 Euro, um eine halbe Million. Sie alle haben mitgemacht und Sie alle haben heute Abend die Chance auf dieses Geld. Was kann man mit 500.000 Euro, mit einer halben Million alles machen? Das ist eine wunderbare Zahl, das ist wahnsinnig viel Geld, was wir heute Abend verteilen wollen. Einer von Ihnen hat ab heute Abend ein anderes Leben, so viel ist versprochen. Ich melde mich hier live aus Grevenstein, aus der Veltins Brauerei, und Sie werden jetzt Zeuge sein, wie einer von Ihnen oder eine von Ihnen sehr glücklich, möglicherweise gleich von der Couch oder wo auch immer Sie gerade zuschauen, hier dann aufspringen wird. Seit 1824 gibt es Veltins, und die große Tradition, die dieses Unternehmen ausmacht, die gibt es bis heute. Ein familiengeführtes Traditionsunternehmen, und auch deswegen ist es für uns alle heute Abend hier ein besonderer Moment und wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie mitgemacht haben bei dieser Brauspar-Aktion. Seit dem Frühjahr lief das Ganze und bis heute war die Chance natürlich da. Am 30.09. hat das Ganze geendet, aber alle, die mitgemacht haben, haben, wie gesagt, die Chance auf das Geld. Und wenn Sie sich mal hier umschauen, wir haben einen Pool aufgebaut an Kronkorken. Das ist eine Riesenzahl. Und wir werden gleich hier die Verlosung vornehmen. Das Ganze mache ich nicht alleine, sondern ich habe mir dafür Gäste eingeladen, die ich sehr, sehr herzlich willkommen heiße. Er, der jetzt gleich hier sprechen wird, ist einer unserer Fußball-Weltmeister. Dieser WM-Sommer 2014, er hat Sie wahrscheinlich genauso begeistert wie mich auch. Und dieser WM-Sommer ist ja für uns alle mit unseren Fußball-Weltmeistern unvergessen. Außerdem ist er der Kapitän des FC Schalke 04 und heute Abend ist er unsere Glücksfee. Ein ganz herzliches Willkommen an Benedikt Hövedes. Einen schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Dazu ist Hans-Josef Öst bei uns. Einen schönen guten Abend, Notar, der dafür sorgen wird, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ich glaube, Herr Öst, 500.000 Euro, das machen Sie auch nicht jeden Abend, oder? Da haben Sie völlig recht. Guten Abend, Herr Killing. Guten Abend, Herr Hövedes. Nein, in meiner langjährigen Amtstätigkeit als Notar habe ich so ein Ereignis noch nicht gehabt. 500.000 Euro, eine halbe Million, das kann ein Leben verändern, Benedikt. Jetzt ist es bei Ihnen ja so, ich glaube, dieser WM-Sommer, der hat Ihr Leben auch ein bisschen verändert, oder? Mit welchem Gefühl denken Sie an diesen Sensationssommer, an diesen Juli 2014 zurück? Natürlich war es ein großartiger Sommer und er hat auch mein Leben doch verändert. Also man wird natürlich häufig erkannt auf der Straße. Es gibt noch viele Schulterklopfer, die einfach sagen, vielen Dank für den tollen Sommer, es war großartig. Jeder weiß noch, was er am Finaltag gemacht hat, und es sind unvergessliche Momente, die da auch in meinem Kopf hängen geblieben sind und an die ich mich einen Lebtag ändern werde. Wie haben Sie den WM-Sommer erlebt, Herr Öst? Ja, unvergesslich, keine Frage. Der hohe Sieg gegen Brasilien, dann natürlich das Finale mit dem Tor und dann natürlich nicht zuletzt die tolle Leistung von Herrn Hövedes. Und der besondere Jubel und die Freude des Herrn Hövedes über das Siegtor. Das haben wir, glaube ich, auch noch alles gut in Erinnerung. Götze, Götze, genau. Götze, ne? Das war genau so ist es. Der Moment. Wie haben Sie diesen Moment denn in Erinnerung eigentlich? Also der Einwurf kam ja auch von meiner Seite und dann war ich auch einer der ersten Gratulanten und mir sind spontan auch so die Tränen in die Augen geschossen, weil man so emotional dabei war. Ist das wahr? Ja? Da denkst also du, das wirklich, sind alles harte Jungs, die Fußballer, und ja, dann kommen die Tränen. Ja, aber da ist man so nah am großen Erfolg und da sind mir auch spontan wirklich die Tränen gekommen, die ich mir dann verkneifen musste, aber man konnte es nicht ganz verhindern und man hat sich dann in der Jubeltraube dann so ein bisschen verstecken können. Aber das war schon ein ganz besonderer Moment und dann musste man aber auch noch 10, 15 Minuten durchhalten und die Tränen noch verstecken, bis es dann endlich soweit war und der Schiedsrichter das Ding abgepfiffen hat. Jetzt haben wir ja hier diesen großen Pool mit den Kronkorken. Ich habe mir sagen lassen, in der deutschen Kabine nach dem WM-Sieg sah es ähnlich aus. Ja, vielleicht nicht ganz so viele Kronkorken, aber es ist doch natürlich Alkohol geflossen. Ich meine, wer so einen Erfolg da tatsächlich holt, der darf das Ganze auch mit ein bisschen Alkoholgenuss genießen und das haben wir natürlich auch gemacht und da sind schon ein paar Flaschen aufgetrunken worden. Ein paar frische Felddienstflaschen getrunken worden, das war der Benedikt, und dann diese Rückreise nach Berlin, ich habe diese Bilder im Kopf, war selber am Brandenburger Tor an dem Tag, als dann dieser Flieger über den 17. Juni geflogen ist. Habt ihr da alle am Fenster gehangen und rausgeschaut oder wie war das? Also auf meiner Seite konnte man nicht so gut rausgucken, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich habe die Fernsehbilder nachher gesehen, die unheimlich eindrucksvoll waren und die Tatsache, dass wir dann aus dem Fernflieger ausgestiegen sind und durch die Menschenmengen da gefahren sind, das war
unfassbar. Und das war ja irre, an der Spree. Das war wirklich vollkommen irre. Man ist da durch Menschenmengen durchgefahren, die zuhauf gekommen waren, die auf den Dächern standen, die alle die Arbeit niedergelegt haben, die aus dem Gefängnis rausgewedelt haben mit Tüchern. Und das kann man sich wirklich nicht vorstellen, was das für ein Moment ist, wenn man dann so euphorisch empfangen wird und so gefeiert wird von den Menschenmengen, weil man vor allen Dingen in Brasilien gar nicht so viel mitbekommen hat. Und dann kommt man hierher und das ganze Land steht Kopf und das war phänomenal. Herr Öst, Sie haben es wahrscheinlich ähnlich wie ich gemacht, ne? Zu Hause am Fernseher mitgefiebert die ganze Zeit. So ist es, im Freundeskreis natürlich mitgefiebert, nicht? Und als dann das Tor kam, was soll man da noch sagen? Unvergessen. Unvergesslich. Unvergesslich, und Benedikt Höwedes ist einer dieser 23, die uns diesen WM-Titel plus das Trainerteam natürlich und dieser gesamte Betreuerstab dahinter, das darf man ja auch nicht vergessen, ja ganz, ganz wichtig. Da ist ja eine große Truppe gewesen, die dafür gesorgt hat, dass dieser Titel jetzt eben hier bei uns in Deutschland ist. Jetzt blicken wir voraus auf diese Europameisterschaft. Nächstes Jahr in Frankreich, sind Sie da schon heiß und kribbelig? Oder? Ja, natürlich, aber es ist auch noch ein Tacken hin bis dahin. Wir haben eine etwas holprige Qualifikation gespielt, wo wir uns das, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt haben. Aber Fakt ist, wir haben uns qualifiziert und wir sind auch Mitfavorit dieses Turniers. Dieser Favoritenrolle werden wir hoffentlich auch gerecht. Wir werden uns auch gut vorbereiten, haben nochmal große Namen jetzt vor der Brust, auch in den Freundschaftsspielen. Und dann werden wir, glaube ich, auch in einer guten Form da anreisen und auch eine gute Rolle spielen. Deutschland ist sowieso eine Turniermannschaft, von daher glaube ich schon, dass wir da auch gut gerüstet sein werden, um wirklich ein gutes Turnier spielen zu können. Dass Herr Öst und ich dann auch wieder auf der Couch sitzen können, ja? Genau. Mit Siegerfaust. Richtig. Ne? Jetzt haben wir die Situation beim FC Schalke. Erstmal danke, Benedikt, dass Sie heute Abend bei uns sind. Gestern, da wollen wir jetzt nicht ganz so viel drüber reden, über das, was passiert ist da in Mönchengladbach. Jetzt heißen aber die nächsten Gegner am Mittwochabend im DFB-Pokal schon wieder Borussia Mönchengladbach. Da habt ihr doch alle die Faust in der Tasche, oder nicht? Ja, wir haben natürlich was gut zu machen. Ich meine, gestern muss man akzeptieren, dass Gladbach die bessere Mannschaft war, auch wenn wir unsere Chancen hatten, aber Gladbach hat es gut gemacht. Und jetzt haben wir noch 2 Tage hin bis zum nächsten Spiel und jetzt wollen wir natürlich unsere Sache besser machen. Wir spielen vor heimischem Publikum. Die werden tatkräftig unterstützen, da gehe ich stark von aus. Werden uns nach vorne peitschen und wir haben uns natürlich auch was vorgenommen, wollen mutig auftreten und wollen da auch zeigen, dass wir nicht so klar schlechter waren, wie das Ergebnis gestern gezeigt hat. Das war mit Sicherheit zu hoch, aber ich sage, Gladbach war gestern die bessere Mannschaft, muss man akzeptieren. Und Mittwoch ist die nächste Chance, wo wir das wieder gut machen können. Also verspricht uns der Kapitän ein anderes Gesicht des FC Schalke 04 zu Hause in der Veltins-Arena? Ja, ein anderes Gesicht. Also wir wollen nicht alles schlecht reden, was gestern passiert ist. Wir haben auch klare Möglichkeiten gehabt. Wir haben, glaube ich, eine tolle Anfangsphase in der zweiten Halbzeit gehabt, wo wir auch deutlich die bessere Mannschaft waren, wo wir zwingende Tormöglichkeiten hatten, aber das Tor leider nicht erzielen konnten. Und im Umkehrschluss eine etwas strittige Situation, die letzten Endes zum 2:1 geführt hat, muss man akzeptieren, ist sowieso auch vergessen, weil wir nicht mehr irgendwas dran ändern können. Und jetzt, ich sage ja, Mittwoch die zweite Chance und ich hoffe, dass wir es besser machen. Eines eint ja das Unternehmen Veltins und den FC Schalke 04, das ist die große Tradition. Und da habe ich den Eindruck beim FC Schalke 04, dass diese Tradition auch wieder richtig gelebt wird. Und vieles, glaube ich, hängt auch von dem Trainer ja ab in einer solchen Situation. Mit André Breitenreiter habt ihr, glaube ich, jemanden, der euch wieder richtig an die Hand nimmt oder wo es auch wieder Spaß macht, nicht nur zu spielen, sondern auch zu trainieren. Ich glaube, der André passt hervorragend zum FC Schalke. Er ist ein sehr bodenständiger Typ, der auch fachlich top ausgebildet ist. Und er passt, glaube ich, sehr gut in die Schalke-Familie hinein. Man hat das auch natürlich gesehen, dass er schlagartig eine Euphorie bei uns entfacht hat, die nicht nur die Mannschaft erreicht hat, sondern auch das Publikum, was hervorragend wieder mitarbeitet. Und das ist wieder ein großes Ganzes, glaube ich, bei uns auf Schalke, was wir im letzten Jahr ein bisschen vermisst haben. Die Art und Weise, die wir im letzten Jahr an den Tag gelegt haben, die war mit Sicherheit nicht schalkewürdig, aber ich glaube, dass wir in diesem Jahr da auch echt auf einem guten Weg sind. Wir haben tolle Spiele bislang absolviert. Wir zeigen wieder Leidenschaft auf dem Platz, nehmen das Herz auch wieder in die Hand und geben echt Gas und drehen jeden Grashalm um. Und das merkt man, das merken auch die Zuschauer und deshalb sind sie auch da und unterstützen uns. Und ich hoffe, dass wir weiterhin einen erfolgreichen Weg gehen können. Und
das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Von daher hoffe ich, dass wir am Mittwoch natürlich eine Runde weiterkommen im Pokal. Macht schon mal 3 Euro, ne, fürs Phrasenschwein. Ja, ja. So, wir können allerdings jetzt nicht jeden Kronkorken umdrehen und auch nicht jeden Grashalm, aber wir werden einen Kronkorken gleich umdrehen und kommen jetzt zu unserer Ziehung. Jetzt ist immer das Allerwichtigste natürlich, dass das hier unter notarieller Aufsicht, Herr Öst, hier stattfindet. Deswegen danke, dass Sie mit dabei sind. Und die entscheidende und wichtige Frage jetzt: Ist alles vorbereitet? Ist alles bisher richtig gelaufen? Also, ich habe mich davon überzeugt, dass alle Voraussetzungen gegeben sind, damit die Ziehung ordnungsgemäß jetzt starten kann. Dann wollen wir diese Ziehung starten. Und ich weiß, dass Tausende da draußen jetzt zuschauen und natürlich genau wissen wollen, was jetzt passiert. Er hat es in der Hand, der Kapitän des FC Schalke 04, Benedikt Höwedes, unser Fußballweltmeister. Er wird jetzt eine oder einen von Ihnen sehr, sehr glücklich machen. Wir drücken Ihnen allen die Daumen. Danke, dass Sie mit dabei sind und kommen zum großen und entscheidenden Moment. Das hier ist der Pool, so sieht er aus. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal los und gucken uns das mal hier an, damit Sie auch eine Idee, einen Eindruck davon haben, was das für eine Dimension ist, wie viele Kronkorken hier sind. Und Benedikt, Ihre Aufgabe ist... Es sind unglaublich viele, ja. Wie viel sind es ungefähr? Ja, das ist weit über 1 Million. Okay, also es ist eine unfassbare Zahl. Und wie gesagt, ganz Deutschland hat in diesem Sommer mitgemacht bei der großen Aktion von Veltins beim Brausparen. Und ich würde sagen, Sie können entscheiden, wo Sie reingehen, das Bad in den Kronkorken nehmen und dann der wichtige Moment ist, einen rauszuziehen. Wo geht er rein? An. Der Weltmeister betritt den Pool, liebe Zuschauer. Jetzt gar nicht so einfach drin zu laufen, sage ich dir. Ja, du kannst so viel laufen, wie sie wollen, Benedikt. Das ist so ein bisschen der Moment wie Dagobert Duck. Ja, oder? So da, sieht hört es sich, aus. Da hört sich so ähnlich an. Ich fange mal an. Ja, was ist anfangen? Einen einzigen bitte. Wühlen, was auch immer tun. Macht er gut, ne? Sehr gut. Und wie? Okay, hier ist der entscheidende Kronkorken. Bitteschön. Den hat er gezogen. Unter diesem Kronkorken, liebe Zuschauer, ist jetzt ein Code. Insgesamt waren es ja über 6 Millionen Euro an Sofortgewinnen, die wir rausgehauen haben. Und dieser Kronkorken ist jetzt unter Umständen, wenn alles richtig läuft, eine 500.000 Euro wert. Wir haben die Nummer hier im Bild. Das ist der große Moment. Wow. Benedikt, kommen Sie raus? Ja. Sehr schön. Und jetzt müssen wir diesen Code, alle, die ja mitgemacht haben, konnten sich vorher online registrieren. Alle, die sich online registriert haben, sind hier bei uns in diesen Kronkorken gewesen. Und jetzt werden wir die Nummer, den Code, den Gewinncode für den Supergewinn über 500.000 Euro eingeben. Achtung. Sie sind bereit? Ich bin bereit. 3 N C T X Y 9 M D J A 4 C. So, jetzt kontrollieren wir das nochmal. 3 N C T X Y 9 M D J A 4 C. Herr Öst, das sieht gut aus. Der Gewinner steht fest. So. Und jetzt müssen wir es natürlich spannend machen. Jetzt müssen wir noch 5 Minuten reden. Nein, das machen wir nicht. Also, ich sage vielleicht mal die Stadt, aus der unser Gewinner kommt. Er kommt aus der Stadt, und das freut mich persönlich sehr, aus der Stadt komme ich nämlich auch, aus unserer Hauptstadt, aus Berlin. Und den Rest bitte jetzt von Benedikt Höwedes. Den Supergewinn von 500.000 Euro hat gewonnen Alexander B. aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Alexander B. aus Berlin. 500.000 Euro. Lieber Alexander, Ihr Leben ist ab sofort ein anderes. Viel Spaß beim Geld ausgeben, gerne auch in ein frisches Felddienst investieren, aber vor allem ganz viel Spaß damit haben. Wir haben natürlich bewusst jetzt hier, das werden sich jetzt viele fragen, und das ist, glaube ich, ganz normal so, dass man nur den Vornamen plus den Nachnamen hier nicht komplett nennt, weil sonst klingelt jetzt bei dem der Telefon wahrscheinlich, ja, und dann völlig richtig. Drehen alle durch. Der Nachname
wird nur in gekürzter Form dargestellt und der Vorname eben komplett. Der Gewinner wird von uns natürlich auch benachrichtigt. Wir haben alle Kontaktdaten, weil er sich korrekt in dem Online-System registriert hat. Und deswegen wird Alexander B. aus Berlin, falls er jetzt nicht live mit dabei ist, von uns benachrichtigt und sich dann an einem anderen Zeitpunkt freuen. Vielleicht ist er aber auch live mit dabei und hat jetzt schon Schnappatmung. Ja. Das kann natürlich auch sein. Also Alexander B. aus Berlin, das ist er hier, der entscheidende Kronkorken. Dieser Kronkorken ist eine 500.000 Euro wert. Wow, nicht so schlecht, oder? Große Freude in der Hauptstadt. Stichwort Hauptstadt, das sah ja ganz gut aus gegen die Hertha. Ja, gegen Hertha hat es ganz gut geklappt. Auch mein erstes Startelf-Comeback nach langer Verletzung in der Bundesliga konnte ich auch direkt krönen mit einem eigenen Tor, mit einem eigenen geköpftes Tor. Es war natürlich schön, dass wir das Spiel auch gewinnen konnten. Aber ich kann mich nur wiederholen. Das nächste Spiel ist das Wichtigste. Und aber Sie sind komplett fit wieder, ne? Ja, also man merkt natürlich schon, dass man wirklich sehr lange raus war. Und man merkt auch, dass der Fuß einiges abbekommen hat in der Situation. Aber ich bin auf jeden Fall so fit, dass ich komplett spielen kann und dass ich auch keine großartigen Schmerzen mehr habe. Kleine Wehwehchen, das kommt vielleicht auch mit dem Alter, man weiß es nicht. Schleppt man immer mit sich rum, aber ich komme gut durch. Wir haben ja viele, viele Zuschauer heute Abend live hier mit dabei und viele fragen sich auch, und das ist vielleicht die entscheidende Frage neben der Frage des Codes, die wir hier schon beantwortet haben, Herr Öst, ist es alles richtig, ist es alles von Ihrer Seite aus korrekt gelaufen? Ja? Es ist alles korrekt gelaufen, der Kronkorken war gültig, die Ziehung ist einwandfrei erfolgt. Es steht dem Gewinn und dem Gewinner nichts entgegen. Perfekt. Und deshalb jetzt die entscheidende Frage an Benedikt Höwedes. Wann wird der FC Schalke 04 wieder deutscher Meister? Ich glaube, das ist eine Frage, auf die werde ich nie richtig antworten können. Der Wunsch ist natürlich groß, auf Schalke irgendwann mal wieder deutscher Meister zu werden. Welchen Titel haben Sie denn eher? Europameister oder deutscher Meister? Europameister bin ich theoretisch schon mal geworden, 2009 mit der U21. Von daher würde ich natürlich sehr gerne den Meistertitel auch mit einfahren, aber man nimmt natürlich jeden Titel mit, den man irgendwie erreichen kann. Also drücken wir dafür die Daumen und bedanken uns ganz, ganz herzlich heute Abend bei Ihnen für Ihr Interesse. Bedanken uns herzlich bei Benedikt Höwedes, dass er hier den Weg nach Grevenstein gefunden hat. Gerne. Wirklich ein wunderbarer Ort hier, herrliche Landschaft im Hochsauerlandkreis. Herr Öst, Sie haben es nicht ganz so weit nach Hause, nach Arnsberg, glaube ich. Ne? Genau. Ja. Das sind 20 Kilometer. Das ist entspannt. Zu schaffen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Dankeschön Vielen an die Dank Runde auch. Und danke für Ihr Interesse. Genießen Sie den Abend gerne bei einem frischen Felddienst und bleiben Sie uns treu. In diesem Sinne, guten Abend aus Grevenstein und Glückwunsch nach Berlin. Alexander B., 500.000 Euro. Bis bald.